Er ist Europameister und Weltfußballer, aber Weltmeister wird Cristiano Ronaldo höchstwahrscheinlich nicht mehr werden. Nur wenige Stunden nach Lionel Messi musste auch der zweite Weltstar vorzeitig die Heimreise aus Russland antreten. Gegen Uruguay mit dem Doppelterschützen Edinson Cavani und dessen Sturmpartner Luis Suarez unterlagen allein Unterhalter Ronaldo und seine Portugiesen im Achtelfinale mit 1:2, 0:1. Ob er in 4 Jahren als sein 37-Jähriger noch einmal die Chance auf den Goldpokal bekommt, ist zweifelhaft. Uruguay dagegen ist weiter auf einem guten Weg, die Gunst der Stunde zu nutzen. Trotz seines ersten Gegentreffers in diesem Turnier nach 324 Minuten durch Pepi, 55. zudem der erste in diesem Kalenderjahr. Der formidable Cavani, 6.62, schoss die Himmelblauen vor 44.287 Zuschauern in Sochi in das Duell am Freitag in Novgorod, 16er Mes, gegen Frankreich. Ob der Angreifer dann dabei ist, erscheint fraglich. Cavani musste in der 71. Minute vom Feld, fehlgestützt von Ronaldo. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, sagte der Angreifer von Paris Saint-Germain, mein Knie, mein Schienbein. Ich habe da einen Schlag abbekommen. Mal sehen. Für die Portugiesen, vor 4 Jahren in der deutschen Gruppe in der Vorrunde gescheitert, wurde es wieder nichts mit dem ersten Viertelfinale seit 1966, weil unter anderem Bernardo Silva nach einem Patzer von Torhüter Fernando Muslera, 70. die Chance zum Ausgleich vergab. Ronaldo, neuer Haarschnitt, der Ziegenbart ein wenig üppiger, zog vor dem Spiel zunächst mit Bastian Schweinsteiger gleich, wie der deutsche Weltmeister, hat jetzt auch der Portugiese 38 Spiele bei EM und WM Endrunden bestritten, mehr hat keiner. Der Rekord wird also frühestens 2020 fallen, sollte Portugal sich für die paneuropäische EM qualifizieren, und Ronaldo mit dann 35 Jahren noch für die Nationalmannschaft spielen. Seine wohl größte Chance auf den WM-Titel ist freilich dahin. Wie es sich für ihn gehört, setzte Ronaldo nach 6 Minuten ein erstes Zeichen mit einem Weitschuss, doch nur eine Minute später schufen Cavani und Suarez ein kleines Kunstwerk, Cavani flankte quer übers Feld zu Suarez, lief weiter in den Strafraum und köpfte die Hereingabe des Beißers in vollem Tempo ins Tor. Das hatte für Uruguay den Vorteil, dass es sich ganz auf seine humorlose, aber eben auch effektive Abwehrarbeit konzentrieren konnte, und Portugal das Spiel machen musste. Ronaldo wollte sich nicht kampflos geschlagen geben. Er versuchte es über links, er versuchte es über rechts, er ging in die Spitze, er ließ sich zurückfallen, eine rechte Bindung zum Spiel fand er nicht. Auch mit einem Freistoß klappte es nicht, beim spektakulären 3:3 zum Auftakt gegen Spanien hatte Ronaldo kurz vor Schluss mit einem Standard noch ausgeglichen, nach insgesamt 4 Toren in der Vorrunde traf er aber auch im 6. WMK.O-Spiel nicht. Die Portugiesen konnten froh sein, dass sich Uruguay zunehmend auf die Verwaltung seines knappen Vorsprungs versteifte und die Mittellinie nur noch selten überquerte. Im Spiel dieses Jahres war ihre Abwehr tatsächlich einmal unaufmerksam, doch diesen seltenen Mangel an Verlässlichkeit machte Cavani mit der ihm eigenen Effektivität wieder wett. Gegen Frankreich aber wird Suarez womöglich auf sich alleine gestellt sein,